Du willst flüssigen, schnellen Text in dein Video sprechen? Auswendig lernen ist aber nicht dein Ding? Die Profis nun benutzen teure Teleprompter. Du kannst meine Low-Cost-Eigenbaulösung verwenden. Hallo, ich bin Jens vom Eigenbau-Blog Neu kann jeder und in meinem Blog zeige ich dir einige meiner Ideen. Heute geht es um den Bau eines Teleprompters, für den du drei Teile brauchst. Eine CD-Hülle, etwas Klebstoff, ein Stück Blech. Außerdem brauchst du noch einen 8mm Bohrer, eine kostenlose App für dein Smartphone und etwa 10 Minuten Zeit zum Bauen. Wenn man einen Text vom Video im Video vom Papier abliest, gucken die Pupillen in eine andere Richtung als zur Kamera. Vielleicht kennst du das vom Videochat. Die Lösung ist, den Text mittels halbdurchlässigen Spiegel direkt vor die Kamera zu projizieren und von dort abzulesen. Das kann man bereits mit einem einfachen Trick und einer CD-Hülle realisieren. Alles, was du brauchst, ist ein Halter für die CD-Hülle und für das Smartphone, auf den eine besondere App läuft. Ich habe dazu anfangs einen Halter aus Plastikwinkeln gebastelt und bin dann aber auf eine viel einfachere Lösung umgestiegen. Das Wesentliche ist nämlich, die Hülle vor und etwas unterhalb der Kamera zu bringen. Mit einem Blechstreifen kannst du das wunderbar machen. Er sollte 10 bis 30 cm lang sein und sich einfach biegen lassen. Ich habe einen 30 mm breiten und etwa 1,5 mm dicken Streifen aus Aluminium genommen. Du kannst aber auch ein altes Kennzeichen oder sonst ein anderes Blechstück nutzen. Bei mir läuft der Streifen 6 cm unterhalb der Kamera, dann 4 bis 5 cm nach unten und anschließend wieder 10 cm nach vorne. Darauf lege ich die CD-Hülle und das Smartphone. Hier zeige ich dir das Ganze mal in Aktion. Aus der Ferne erkennt man die Videokamera noch nicht, aber wenn man etwas dichter ranzoomt, erkennt auch die Videokamera den Text. In meinen ersten Videos hatte ich das Ding noch nicht, bin aber selber recht angetan von der guten Funktion. Wenn du es auch ausprobierst, würde ich mich über ein Feedback auf meinem Blog www.neukannjeder.de oder hier in den Kommentar freuen. Viel Spaß beim selber basteln. Neu kaufen kann schließlich jeder.